Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Platin Solig Challenge mit Trudel. Hi. Und Muffy. Heyo. Genau. So. Also, wir haben im Team jetzt das Duo Berliner und Centershock. Genau, auf Level 15 trainiert. Berliner hat sich dann natürlich direkt entwickelt und hat jetzt die Fähigkeit Frühwecker und hat Windstoß gelernt auf Level 13 direkt. Ich habe die Attacke, Konfusion leider verpasst dadurch, aber ja. Hätte auch keinen Step bekommen, wäre aber 10 stärker gewesen. Ja. Ja, Centershock war schon entwickelt, hat sich ja nicht entwickelt. Notschutz hat es also schon. Steigert Verteidigung bei Statusproblemen. Als Fähigkeit hat Funkensprung gelernt, konnte vorher nur Tackle, Silberblick und Ladevorgang. Und ja, hoffen wir mal, dass die uns erhalten bleiben, weil das meinem Team eigentlich ganz gut aus. Ich weiß gerade nicht, bei Muffy. Denke mal auch, oder? Ja, doch, ist eigentlich eine ganz gute Mischung jetzt. Ich habe halt noch 2 Normal-Pokémon: ein Drache, ein Wasserboden, einmal Psycho und einmal Käfergift. Also, bis auf die beiden Normal-Pokémon doch relativ gut durchgemischt. Drachen-Attacke habe ich halt noch nicht im Team, aber das kommt noch. Ja, dann geht's weiter im Wald. Ich weiß gar nicht, wo wir da links, rechts. Das sind schon die ersten Trainer. Ich lasse mal Centershock direkt vorne und guck mal, was passiert. Ach, da ist nur der Stein zum fürs Evoli, genau, und da muss man liegen. Okay, ich hab auch immer einen Synchro, ne, wenn du das sagst. Und die befindet sich auf einem Gewaltmarsch. Hoffen wir, dass Käfer-Pokémon cool sind, weil ich habe nämlich mein Käfer-Pokémon vorne. Janma und Rabautz. Okay. Oh, ist ja tatsächlich ein Käfer-Pokémon dabei, oder? Ist richtig. Käfer? Ja. Käferflug. Käferflug. Boah, Metang, Level 16. Alter. Okay. Da ich Käfergift bin, ist Psycho ja zumindest neutral, ne? Ne, ist sehr effektiv. Echt? Ja. Also Käfer resistet Psycho nicht, ist aber effektiv auf Psycho. Ja. Ah, das ist blöde. Weil mein Berliner halt auch gute Verteidigung hat. Greif mal das Pi an und schau mal, was passiert. Waschung. Mit Bedrohung. Ist schlecht. Ich glaube, da kann ich. Metang setzt Metallklaue ein. Okay. Kann der schon eine Gesteinsattacke? Schwer. Maschok. Welchem Level? 15. 15 weiß ich natürlich nicht. Karatschlag. Auf Klusel. Oh, rechte Hand. Los, Konfusion. Oh, zieht die Hälfte ab, ist gut. Silberblick, das ist schlecht. Oh, Konfusion von Metang Level 16. 2/5 Schaden. Letztendlich aus Tobora Level 15. Alter, das ist. Also das linke Pokémon ist nur 1. Level 15 und Metang Level 16. Kampf. Das ist krass. Ja, ich konnte halt links ziemlich schnell besiegen. Da ist ein. Ich hab vergessen, was es war. Und. Bei mir ist es ja. Metang. 16. Starrisch Ruhe. Könnte auf Käse wechseln. Dann hoffentlich nicht zu viel Schaden zu bekommen. Noch ein Rabautz, okay. Mit Windstoß eigentlich gut Schaden machen. Was setzt Windstoß auf? Natürlich auf ein Käse ein. Alter! Oh nein. Gott, okay. Jetzt hat mit
Metallklaue nicht auf mein... Der Windstoß hat viel zu viel Schaden gemacht. Der Windstoß hat mir Hälfte KP abgezogen. Ach du meine Güte. Oh, Käse hält echt nicht viel aus. Schön. Dann wechsle ich Fingerfood und hoffe, dass du besser klarkommt. Eieiei. Vielleicht habe ich Glück und Trauma killt das Metern. Ja. Sie verlieft und das reicht. Traun Magie, das ist ja dann schon entwickelt. Ja. Alter. Das ist halt nicht mal Traunfug hier. Die hat bei mir Plus, oder? Ja gut, das ist, entwickelt sich nicht. Ja, trotzdem. Taubura Ruckzucki. Ein Viertel. Alter! Taubura ist halt auch ziemlich stark. Ja. Taubura und Metern gerade gehabt. Und der Kratzer macht auch nur ein Viertel ungefähr. Taubura Ruckzucki wieder auf mein Fingerfood. Oh, das war ziemlich klug. Kann ich das vielleicht? Oh, Taubura. Du überlebst. Oh, shit. Aushalten, aber trotzdem heftig. Ein Krit hätte vielleicht getötet. Alter Schwede. Ein Pokémon müssten sie jetzt noch haben. Die rechte. Fluffeluff. Vielleicht sollte nämlich nichts haben können. Ich sollte nur Geistattacken haben, deswegen. Bleibe ich mal drin. Nehme es vielleicht sogar mit der Verfolgung raus. Nein, fehlt natürlich noch. Aber nächste Runde sollte es gewesen sein. Beide schneller. Pumpensprung. Also wenn zwei Pokémon drin sind, das eine auf Level 15, zweite Entwicklungsstufe, das andere 16, zweite Entwicklungsstufe. Das stimmt. Beide auf 1 gehen. Dann könnte das ganz schön schnell vorbei sein. Ist zum Glück nicht passiert, aber. Zum Glück heilt sie. Ja. Ja, 18. Alter Schwede. Das war schon wieder. Kriminell. Ach, Kette. Ach so. Brauche ich auch. Zweiter und da unten ist der nächste Kampf und ich bin auch zu denen ins Gras gelaufen. LOL. Hm? Kommt sogar ein Shillock als Encounter statt Shiri. Okay. Ja, warum nicht? Ja. Aber Traummagie sagt halt sowieso nein, also. Kämpfe ich das jetzt auch nicht. Dann hoffe ich. Stark. Natürlich, dass das diesmal spannender wird. Alter. Oh. Das macht gut Schaden. Jawohl. Designer Kimberly und Designer habe ich den Namen nicht gelesen. Ich habe einen Lava-Kick gefunden. Kimberly und Kusilla Level 17. Was? Was? Kusilla erschaudert, okay. Dratini und Kusilla Level 17, krass. 3 Kill for Summer. Ja, ich mach mal. Wurzel. Eis war effektiv auf Käfer, nee, auf Flug. Auf Flug. Nee. Bleib ich mit Berliner mal drinne und greif Dratini mit an. Der Erstauner von Traumagil One-Hit Kusilla, okay. Ja gut, das schon nicht schlecht. Dafür, dass ich nichts gemacht habe, habe ich 470 Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Kusilla? Ja. Das war wow. Level 17, ne? Das kommt halt noch. Ja, trotzdem, das ist ganz schön viel. Das war tatsächlich. Ja gut. Glück sei. Ja. Ach so.
Was kommt dazu? Zu wem ist es zu viel? Schneck mag kein Steinbruch. Das ist schlecht. Oh, Trantini setzt erstmal zweimal Donnerwelle ein. Beide Puren paralysiert bei uns, aber. Ja. Ein Glück hat er nicht gebrochen. Ich weiß zwar nicht, wen er angegriffen hat, aber. Der hat Lackriff ordentlich Schaden gemacht. Zwei Pokémon. Hat Berliner mehr als 40 KP gehabt? Ja, hatte er. Okay, Dratini auf Level 17 kann auch Drachenwut. Aber jetzt ist es tot. Das wollte ich dann schon immer mal testen. Was passiert, wenn ich das jetzt vergessen lasse? Alter. Vor allem, ich habe schon... Das war nicht Level 17. Ich weiß nicht, wann Dratini das lernt. Das ist ja geil. Was denn? Ich hab gerade im Doppelkampf hat das Plüssel das Schneckmark fertig gemacht, dadurch hat Lakritz ein Level erreicht und ich hab Schnabel gedrückt gehabt. Jetzt hat aber Aeroas lernen wollen, dann habe ich Schnabel verlernen lassen für Aeroas und er hat Aeroas eingesetzt. LOL! Was? Oh, wie cool! Das ist ja interessant. Das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe mich schon immer gefragt, was passiert dann. Du Schlingel, du. Jetzt konnte ich es mal testen. Perfekt. Ja, cool. Mensch. So, jetzt habe ich zwei auf Level 16. Berliner und Fingerfood. Ich habe jetzt eins Level 17, der Rest Level 16. Noch 15, also... Dann Not würde ich nächste Folge, vor nächster Folge auch nochmal nachtrainieren, weil das ist schon... Ja. Lol, Elikrit hätte ich hier auch bekommen können. Zwei Stück direkt. Einmal männlich, einmal weiblich. Matrosenrau. Deckattacken könnte die Pflanze... Das Ding ist, vielleicht dauert der Kampf, aber ich würde am liebsten sogar die Erfahrung nehmen. Ja, aber in der Folge ist, finde ich, ein bisschen blöd. Das dauert denn... sowieso schon. Können ja vielleicht gucken, wie weit wir kommen. Also ich komme relativ gut voran. Ja, also ich habe zwei Kämpfe jetzt gemacht. Ich habe jetzt drei durch. Ja. Und bin jetzt beim vierten. Je nachdem kann man ja dann hier im Wald trainieren. Sie heilt immer. Und ja, genau. Ist eigentlich ganz gut. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil es zwei Encounter sind. Das Ding sollte nur Bodycheck können. Kann ich eigentlich gerade statt auf Planos fahren? Aua. Okay, das macht Härtner. Das ist okay. Das macht zumindest dann keinen Schaden. Da ich eben nicht fliehen konnte, habe ich jetzt einen Fußkick abbekommen und der Kipkat natürlich halbiert. Alles perfekt. Flusse, du bist super. Muss ich mal wechseln. Zack. Traumagil setzt Groll ein. Das hat natürlich geholfen. Das ist der Fußkick. Okay. Ich was sehr effektives wie den Channel. Versuche ich glaube nicht zu besiegen. Einfach dann. Ja doch. Hätte ich. Aber ich probiere es erstmal mit Geradschlag, wie das abzieht. Ah, Blaubeere erreicht Level 16, auch schön. Rechte Hand erhöht den Schaden, den wir machen, oder? Ja, ich glaube schon. Genau. Okay. Oh, jetzt greift er auch mal kurz an. Alles geht. Macht zu viel Schaden. Elekid wehrt Bodenattacke mit Schwebe ab. Alles klar. Oh. Gut zu wissen. Wow, das wäre auch cool gewesen. Das wäre cool gewesen, aber ich weiß nicht, ob Elike die Attacke noch ändert. Aber das ist natürlich... ja. Mein Meditier, da war kein Meditier. Kann ich nur so sagen. Definitiv. Jetzt ist Slam zum Beispiel ganz praktisch. Ich treffe ihn mit Lehmschuss nicht, Aquaknarre ist... Aquaknarre? Ist neutral. Ja doch, ist immer neutral, stimmt. Mann, egal, ja, ist tot. Schön. Das war nur wilde Encounter hier. Aber danach heilt sie auch, ne? Sie heilt immer. Okay. Okay,
Okay, ich hätte hier auch Gehweihe gegeben. Oh, na gut. Dann mache ich jetzt den dritten Kampf endlich mal hier. Flucht gescheitert. Hexerplager kommt ja hier angeblich. Habe ich. Da bin ich mal gespannt. Regen und Käfer sammeln hier unten rechts. Wir haben vier Pokémon. Oh, jeweils zwei. Ja. Okay, das Hopfspross ist Level 14. Das hoffe ich ist nicht allzu schlimm. Das Fifien ist Level 11. Das ist okay. Fifien hält, glaube ich, nicht so viel aus, oder? Ja, ich glaube nicht. Ich mach Kopf und so Fifien. Oh ja, okay, one is nice. Ein wilder Kampf, wo ich nichts gemacht habe, um Pflaume erreicht zu leveln. Ich wollte einfach nur fliehen, damit ich weitergehen kann. Und das hat einfach nicht funktioniert. Währenddessen hat Plusle die Geber ja fertig gemacht. Ja, gut. Das Traumagil ist vergiftet. Ah, ja, das ist natürlich blöd. Machtlinse erhöht beim Levelaufstieg den Spezialangriffswert. Brauche ich das? Fifien ist 2 Level höher, da reicht die Kopflos leider nicht ganz aus, schade. Okay, ich wäre soweit durch. Du sitzt bis ein da. Okay. Ich habe. Wie viele Kämpfe kommen insgesamt? Noch 2? Nach den Käfersammlern eigentlich nur noch einer. Okay. Spross. Pflanze. Mach schon jetzt, ich tue mir nochmal noch auf Level 7. Ich wechsle mal. Käse. Mach das halt. Das Hopfspross ist weg. Fifien ist paralysiert und fast tot. Käse ja, reicht toll. Level 16. Da bringt rechte Hand nicht viel. Boah, Käse, er lernt auch Kopfnuss. Nice. Biss und Kopfnuss. Boah, das ist nicht schlecht. Traumagil ist gleich tot. Bissraserei, Kopfnuss, Silberblick. Okay. Biss ist 60 stark, ne? Kopfnuss ist stärker. 70, glaube ich. 70? Ja. Dann mache ich lieber Kopfnuss. Zwei dabei hatte das letzte Punkt. Oh, Samenbomben. Naturkraft. Das geht ja. Traumagil ist gleich tot, damit ich dann nur noch ein Pokémon zu bekämpfen habe. Was zu Bieres sein wird. Okay. Jetzt geht Kopfnuss natürlich hat keine Wirkung. Okay. Kann natürlich auch was. Schauen wir mal. 1 gegen 1. Bis auf Zubius. Trifft. Ist es effektiv? Nee, neutral. Neutral. Okay. Zubius hat hier jetzt noch keine Schwäche. Oh, Nachtnebel. Bei Pokémon reingehe, sehe ich, ob es killen würde. Naja. 21 KP habe ich noch. So, okay, einmal kann ich noch angreifen. Wenn das was anderes macht, das mehr Schaden. Ich kann noch erstaunen, aber das sollte eigentlich nicht. So, jetzt wechsle ich raus. Zubiris ist halt fast tot. Ich glaube, ich wechsle auf Berliner. Berliner ist mein tankigstes Pokémon. Ja. Windstoß sollte jetzt auch reichen. So. Nochmal der Nachtnebel. Windstoß. Ja.
Und da ist Berliner schon auf 15. Er lernt Schutzschild, das ist natürlich auch praktisch. Sind dann die anderen beiden Trainer, sind dann, wenn ich rechts, und dann da oben. Ja. Bei Pokémon Level 17. Also jeweils ein Pokémon so. Ja, oh. Nochmal ins Gras gelaufen, weil ich das Item gesehen habe. Kindwurm und Saftkorn. Beides spielt es jetzt, Klaus. Oder, nee, warte mal, Tubes heißt das doch. Das dann so? Tubes, genau. Von der Spezies. Keine Ahnung. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oh nein, warum bin ich denn das Gras? Ich wurde nicht mal gesehen, dass da Gras war. Oh, kein Fußstrahl. Nein. Was? Flucht vor Elekrit schon wieder gescheitert und Elekrit kann Fußkrebs und ich hab Krebs gerade vorne. Ja, und damit sollte Elekrit eigentlich nicht so viel Schaden machen. Das stimmt wohl. Zu lieb gemacht. Kommt ein Fußkrebs? Der Schaden trotzdem. Nur Verteidigung sinkt, ja. Okay. Hast du mal verwirrt mit Konfusion? Dönerwelle. Begrüßt mich auf mich. Donnerschock hat keine Wirkung auf blaue Beere. Donnerschock hat keine Wirkung auf blaue Beere. Fußkicker hat keine Wirkung auf Traumagil. Fußkicker, oh, blaue Beere. Na gut, okay. Oh Mann. Wenn ich nicht fliehen kann, dann. Wow. Donnerschock auf Traumagil. So lange. Ich habe die beiden Trainer, gegen die ich noch kämpfen kann, schon gesehen im Bild und bin aus Versehen einmal nach rechts gelaufen. Dann war da Gras und dann konnte ich nicht fliehen. Willst du die jetzt noch probieren oder? Nee, eher nicht, ja. Nee. Zeit. Sonst hätte ich die jetzt schon noch angefangen, aber so nicht. Ich kann ja nächsten Mal die Stadt erkunden. Kommt ja dann gleich. Ja, genau. Und dann trainiere ich hier noch. Und ja, genau. So, jetzt habe ich die beiden Lickets auch erledigt. Dann stelle ich mich ins Schild. Ja, ich habe jetzt noch ein Pichu vor mir. Und ja, dann warte ich noch so. Es ist verwirrt. Es hat sich vor verwirrt zuletzt. Alter, zieht sich das wieder. Dann ist eins Level 17, eins noch Level 15 und der Rest ist 16. Bei mir sind jetzt bis auf eins alle Level 17. Na, dann würde ich auch gerne auf Level 17 trainieren. Ja. Ich mache dann noch das eine auf Level 17. Dann können wir die nächsten Party anfangen. Okay. Dann gehe ich zur Stadt. Bist du ready? Ja, dann bin ich ready und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau.